Das spielt ja immer eine Rolle. Also entweder passt man sich ein oder man macht körperlich da was anderes. Am Ende geht es ja immer darum, dass es irgendwie auch sich vor Ort auch behaupten kann. Und wie stark man sich jetzt selbst im Kontext gewichtet, das liegt ja immer an jedem selbst. Aber das spielt natürlich immer eine Rolle. Ne? Also alle Oberflächen und die Oberflächengestalt des Kontexts spielt immer eine Rolle. Und Dach ist für mich ja eigentlich nur eine Oberfläche. Die ist für mich genauso wichtig wie die Fassade oder so oder ne, so. Das ist eine Fläche. Insofern ist das erstmal relativ naheliegend, wenn man in so einem Kontext ein Einfamilienhaus baut oder überhaupt halt so ein kleineres Wohnhaus, dass es irgendwie auch ein Steildach hat. So. Und das andere ist natürlich, dass einem das Steildach auch hilft, dem Gebäude auch mehr Körperlichkeit zu verleihen. Das gelingt mir natürlich mit einem Flachdach nicht so leicht. Ja, das Flachdach ist dann schnell so eine Art Bungalow. Und das verliert sich in so einem Landschaftsraum. Ja, deswegen hatte ich eingangs so ein paar andere Fotos gezeigt, weil halt die Häuser, die man dort sieht, die haben in der Regel eine relativ starke körperliche Präsenz. Und das schafft man mit einem Flachdach nicht, es sei denn, man wird sehr hoch, aber das wird dann auch schnell unwirtschaftlich.